und den Antrag auf die Aktuelle Stunde der Fraktion der Freien Demokraten, Tagesordnungspunkt 87, aufrufen. Grüne müssen sich endlich von Anarchisten im Dannenröder Wald distanzieren. Gefährdung von Menschenleben an Autobahnen ist nicht akzeptabel. Verkehrsminister muss A49 Lückenschluss ohne weitere Verzögerungen vollenden. Das ist die Drucksache 4047 aus 20. Danach rufen wir ohne Aussprache den dringlichen Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Autobahn 49, Lückenschluss weiterhin dringend gebraucht, Bewegung radikalisiert sich zunehmend, Drucksache 4068 aus 20 auf und den dringlichen Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Weiterbau der Bundesautobahn 49, Ergebnis des rechtsstaatlichen Verfahrens respektieren. So. Als erste Wortmeldung in dieser Aktuellen Stunde, wie immer 5 Minuten, hat sich Herr Dr. Naas für die FDP gemeldet. Wenn du FDP draufschreibst, dann sage ich auch. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Tage beginnen die Räumungen, die Rodungen im Dannenröder Forst. Mehr als 1.000 Beamte sind im Einsatz, die Höhenrettung ist im Einsatz, die Feuerwehr, der Rettungsdienst. Die Polizisten werden derzeit mit Steinen beworfen, sie werden mit Pyrotechnik angegangen, Fäkalien werden geworfen. Ich möchte an dieser Stelle zunächst einmal sagen, allerhöchsten Respekt vor dieser Aufgabe, vor dieser Leistung an die hessische Polizei. Das ist dieser Tage. Das ist dieser Tage nicht selbstverständlich, und alleine das wäre eine Aktuelle Stunde wert, denn die Bedingungen sind im Moment hart. Corona-Abstandsregeln in diesem Zusammenhang einzuhalten, ist nicht so leicht. Und ich finde, hier hat das Innenministerium, die hessische Polizei gut reagiert und auch Unterstützung zugesagt. Und wir kritisieren ja auch gelegentlich den Innenminister, aber an dieser Stelle möchten wir sagen, das ist ordentlich, Herr Staatssekretär Heck, und gute Arbeit muss auch gelobt werden. Ja, während die hessische Polizei gute Arbeit leistet, sitzt der Wirtschaftsminister im Wirtschaftsministerium und ärgert sich, so Zitat, dass er diese Autobahn fertig bauen muss. Ja, Herr Al-Wazir, wir ärgern uns auch, dass Sie diese Autobahn fertig bauen müssen. Wir hätten die gerne fertig gebaut. Und ich sage in Abwandlung eines Satzes aus dem Dannenröder Forst, es gibt keine Pflicht, Wirtschaftsminister zu sein. Dieser Lückenschluss, das will ich an dieser Stelle aber deutlich sagen, er ist notwendig nach 40 Jahren, er ist aktuell, und es geht hier um die Zukunftschancen einer ganzen Region. Es geht um den Wohlstand in diesem Land. Das haben wir gestern in der großen Diskussion auch um die Mobilität in diesem Land deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, dass das auch Konsens ist. Und wenn Hessen so von der Mobilität abhängig ist, dann muss auch ein Lückenschluss nach 40 Jahren noch möglich sein. Es geht hier nicht um ein vollständig neues Autobahnnetz, sondern es geht um einen sinnvollen Lückenschluss. Und ich hätte mir einmal gewünscht, dass ein hessischer Wirtschaftsminister und Verkehrsminister auch das mal sagt, dass es nämlich auch gute Gründe für diese Autobahn gibt. Ich hätte mir an dieser Stelle bundesfreundliches Verhalten gewünscht, und ich hätte mir auch infrastrukturfreundliches Verhalten von einem Wirtschafts- und Verkehrsminister gewünscht. Ich weiß nicht, ob Sie im richtigen Ressort sind. Sehr verehrten Damen und Herren, der Wirtschaftsminister spricht ja für die ganze Landesregierung, und trotzdem übt er ja tagtäglich das Spagat. Und die erste Verteidigungslinie war ja zu sagen, es ist alles erledigt. Das war aber blöd, weil die Demonstranten haben gesagt, wenn ja alles erledigt ist, dann kommen wir ja nicht weiter, dann ist das vielleicht der falsche Wirtschaftsminister. Also müssen wir irgendein Ventil suchen. Sie haben es gefunden, der Bund ist es. Im Bund kann es noch verhindert werden, ganz klar.
Jetzt sagen Sie mir mal ein Beispiel, warum der Bund das machen sollte nach 40 Jahren, wo er diese Straße durchgekämpft hat. Also, passen Sie auf, dass Sie bei diesem Spagat nicht umfallen. Und passen Sie auf, dass sich die Demonstranten nicht weiter radikalisieren. Denn so von fantasievollem Protest kann hier keine Rede mehr sein. Ich sage es klar und deutlich, das sind Straftaten, das sind Täter. Und das sind auch keine Aktivisten mehr, sondern es sind sehr viele Extremisten dabei. Da bin ich mal auf die Reaktion der Linke gespannt, was wir da für eine Verteidigung bekommen. Meine Damen und Herren, jeder darf demonstrieren, aber muss klar und deutlich die Grenze benennen. Und zum Rechtsstaat gehört nicht nur die Gewalttat zu verhindern, sondern auch die Straftat an sich und auch die Ordnungswidrigkeit. Aber da machen Sie von den Grünen ja ganz feine Unterschiede. Da sagen Sie ja, Gewalt ist nicht gut, aber was ist denn mit der Nötigung? Was ist denn mit der Ordnungswidrigkeit? Haben Sie sich mal das Interview von der Kollegin Walter angehört im Deutschlandfunk am 14. Oktober? Sie ist sechsmal gefragt worden, ob sie sich von den Abseilaktionen distanziert. Und sie hat es nicht geschafft. Ich könnte es Ihnen vorlesen. Herr Naas, dafür haben Sie keine Zeit mehr. Sie müssen zum Schluss kommen. Und deswegen nutzen Sie die Gelegenheit von den Grünen, nutzen Sie die Gelegenheit, sich heute mal zu distanzieren. Der Rechtsstaat besteht aus mehr als Gewaltfreiheit. Die unterstellen wir alle. Sondern es gehören auch die Ordnungswidrigkeiten dazu. Und diese Camps sind illegal. Heute ist die Gelegenheit, Ihr Verhältnis zum Rechtsstaat von Seiten der Grünen zu klären. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Naas. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Gagel zu Wort gemeldet. Herr Präsident. Augenblick, Herr Gagel. Herr Naas, setzen Sie bitte die Maske wieder auf. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, besser hätten wir es auch nicht formulieren können, den Titel heute, außer eine Sache. Die vorsätzliche Gefährdung von Menschenleben an Autobahnen ist nicht nur nicht akzeptabel, Herr Dr. Naas, sondern kriminell. Öko-Extremisten haben sich an drei unterschiedlichen Autobahnbrücken gleichzeitig abgeseilt, wie am 26.10.20 geschehen. Zur Zeit des größten Berufsverkehrs gab es massive Staus, viele Auffahrunfälle mit Verletzten. Dies haben diese Kriminellen billigend in Kauf genommen. Dahinter steckt eine bandenmäßige Absprache, meine Damen und Herren. Zu Recht lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft auf Nötigung. Und, meine Damen und Herren, dies ist nicht nur Nötigung kriminell, sondern auch noch konzertiert. Konzertierte Kriminalität weist auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung hin. Und ich hoffe, dass die Ermittlungsbehörden nicht nur wegen der Straftaten selbst, sondern auch in die Richtung ermitteln, die der § 129 Strafgesetzbuch offen lässt, nämlich die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und weil wir schon bei den Behörden sind, ich kann mich dem Lob an das Innenministerium, Herr Heck, nur anschließen, auch im Namen der AfD-Fraktion. Das, was das Innenministerium, die Polizei derzeit im Dannenröder Forst und im Herrenwald leisten und geleistet haben, ist vorbildlich. Und ich muss sagen, dass ich habe auch mit Einsatzkräften gesprochen, und die haben mir gesagt, was diese Menschen dort machen, das ist nicht anständig, mit Kot zu schmeißen und Straftaten zu begehen. Da werden Gartenhäuser abgebaut von Leuten, die dort Gartenlauben haben. Die Sachen sind auf einmal weg. Die benutzen dieses Baumaterial für die Baumhäuser. Und kein Mensch ermittelt in diese Richtung. Wie aggressiv jedenfalls die Öko-Extremisten von Fridays for Future, Greenpeace und ATTAC vorgehen, meine Damen und Herren, zeigt auch die Demonstration von etwa 50 Extremisten vor der Justizanstalt Frankfurt-Preungesheim, wo 9 ihrer gewaltbereiten Mitstreiter einsitzen. Offenbar sollte hier sogar öffentlicher Druck aufgebaut werden, der direkt auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung abzielt. Die Rolle der Partei Bündnis A49, die Grünen beim Thema A49, ist an Heuchelei kaum zu überbieten.
Während die grüne Bundestagsfraktion unter Anton Hofreiter die zugereisten Extremisten wie Attac Düsseldorf im Dannenröder Wald zu weiteren Protesten ermutigt, sieht sich der grüne Verkehrsminister Al-Wazir in einem permanenten Rechtfertigungszwang, weil er doch einen Amtseid geleistet habe. Herr Minister, niemand zwingt Sie, Verkehrsminister in Hessen zu sein. Wenn Sie das mit Ihrem Parteigewissen nicht vereinbaren können, wenn die Grüne Partei in Hessen und die Grüne Fraktion in Hessen wegen der A49 Gewissensbisse hat und die Bundespartei ganz offen gegen die A49 wirbt, wenn die A49 insgesamt zu sehr an Ihrer grünen Hochmoral nagt, warum verlassen Sie nicht die Koalition? Und der Antrag, meine Damen und Herren, der Antrag 4072, der hier gerade reingekommen ist, das ist ja wohl wirklich das absolute Armutszeugnis, und sowohl nicht nur von den Grünen, sondern auch von der CDU. Dieses Verbiegen von beiden Seiten ist lächerlich. Und wenn das die Öffentlichkeit mal lesen würde, was da an lachhaften Verbiegeaktionen drin steht, dann müssten Sie sich wirklich schämen. Das ist regierungstragenden Fraktionen nicht würdig, was Sie mit diesem Antrag hier abliefern. Aber kommen wir mal zu den Ursachen. Mit der Theorie der CO2-bedingten Erderwärmung, die in Politik und weiten Teilen der Gesellschaft keine Theorie mehr ist, sondern zur Wahrheit erklärt wurde, ist ein übler Irrglaube entsprungen, meine Damen und Herren. Irrglaube ist auch ein Glaube, genauso wie das bei Religionen der Fall ist. Und damit ist klar, wie wir die Vorfälle an der Autobahn einzustufen haben. Es ist das Werk von quasi-religiösen Fanatikern, die die sogenannte Klimakrise zum obersten Glauben angeeignet haben und den Bezug zur Realität völlig verloren haben. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir den Ökoextremismus politisch verorten müssen. Und die Grünen unterstützen das Ganze auch noch. Denn wenn wir die Transparente nämlich sehen, an der Autobahn Liebig 34 bleibt, und wir haben ja gerade eben über Extremismus gesprochen, dann kommt es eindeutig aus der linksextremistischen Ecke. Ich lese ja auch mal ab und zu Pressemitteilungen von den Grünen. Und ab und zu muss ich das Lesen unterbrechen, meine Damen und Herren, um einen Hörsturz zu vermeiden. Aber was ich bei Ihnen nicht gefunden habe, meine Damen und Herren, wo ist die Distanzierung? Wo ist die Distanzierung von den Protesten, von den Kriminellen? Wo ist Ihre Pressemitteilung, Ihre öffentliche, pressewirksame Verurteilung der Straftaten rund um die A49? Herr Gabel, liebe Kollegen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. Liebe Kollegen vom Bündnis A49, die Grünen, holen Sie dieses heute hier am Rednerpult nach. Distanzieren Sie sich von den verfassungsfeindlichen Ökoextremisten. Heute, jetzt und hier. Vielen Dank. Danke, Herr Gagel. Als Nächstes erteile ich dem fraktionslosen Abgeordneten Herrn Kahnt das Wort. War danach. Naja. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und es gilt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Beim Lückenschluss des Ausbaus A49 geht es im Kern auch um diese beiden Grundgesetzartikel, obwohl im Sommer das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die letzten möglichen Klagen gegen den Ausbau der A49 ablehnte, wird seit Wochen im Dannenröder Forst heftig demonstriert. Demonstrationen wollen die Rodung von 27 Hektar Wald verhindern, obwohl Planfeststellungsbeschlüsse bestandkräftig sind. Das Demonstrationsrecht ist in der Tat ein hohes Gut unserer Demokratie. Es steht aber unter dem Vorbehalt, dass Demonstrationen friedlich und ohne Waffen erfolgen müssen. Gewalt und Gefährdung Dritter wird dabei ausdrücklich ausgeschlossen. Doch wie sieht es damit vor Ort aus? Polizeikräfte werden mit Steinen und Pyrotechnik beworfen. Aktivisten seilen sich von Autobahnbrücken ab und nehmen Staus oder gar noch schlimmer Unfälle mit Schwerverletzten in Kauf. Polizeifahrzeuge werden beschädigt und im Seil
und im Wald werden Seile abgespannt, das beispielsweise Reiter in Kopfhöhe gefährden, oder zu fällende Bäume werden mit Nägeln gespickt, Baumhäuser sind mit Stacheldraht gesichert. Meine Damen und Herren, vor so viel Aggression schaudert es einen tatsächlich. Was befremdlich ist, hier sind Menschen am Werk, für die sachliche Argumente keine Rolle spielen. Fassungslos, ja, fast abstoßend macht diesen Demonstranten bedeuten Recht und Ordnung nichts. Sie lehnen den Rechtsstaat und seine Organe ab, und sie schrecken nicht einmal vor Gewalt zurück. Es ist Zeit, dass wir gemeinsam zu Deeskalation und Gewaltfreiheit aufrufen. Herr Kahn, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich wünsche mir, dass sich der Hessische Landtag gegenüber dem rechtswidrigen Vorgehen der Demonstranten energisch distanziert. Vielen Dank. Danke, Herr Kahnt. Als nächstes spricht für die CDU-Fraktion Herr Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in unserem Land kann man für und gegen alles demonstrieren, auch gegen staatliche Entscheidungen. Unser Rechtsstaat erlaubt dies nicht nur. Er sperrt dafür sogar Straßen und Plätze, und wenn nötig, schützt er sogar die Demonstranten. Das ist auch gut so. Man kann auch gegen den Bau einer Autobahn demonstrieren. Man kann auch gegen den Weiterbau der hier angesprochenen A49 demonstrieren, obwohl dieser nach einem jahrzehntelangen und intensiven Planungsprozess nun endlich realisiert werden soll, obwohl dieser auf allen politischen Ebenen mit großen Mehrheiten beschlossen wurde, gerichtlich bestätigt ist und von dem überwiegenden Teil der dort lebenden Menschen gewollt ist, da es deren Lebensqualität deutlich steigert. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden wir die A49, wie im Koalitionsvertrag festgelegt, fertigstellen. Wir stehen zu unserem Wort. Und hier angesprochene Minister Al-Wazir hat sich doch selbst klar geäußert. Und das gehört auch zu einer Koalition. Manch einer hat das vielleicht vergessen, weil es für die so lange her ist. Auch dazu, dass man Lieblingsprojekte hat und dass man Projekte hat. Na gut, das ist dann eben im Koalitionsvertrag ausgehandelt worden. Das trifft doch auf beide Seiten zu. Und derjenige, der schon mal in Regierungsverantwortung war, der ein oder andere möge sich erinnern, weiß dies doch ganz genau. Und der Minister wird beispielsweise in der FAZ vom 18.10. diesen Jahres als Klartexter bezeichnet, der vor den überzogenen Protesten warnte, der klar gesagt hat, wer sich, damals ging es um die Autobahnbrücke, wer sich an einer Autobahnbrücke hängt, spielt mit Menschenleben, und das ist eben nicht tolerabel. Also das ist deutlich, wie es eigentlich deutlicher nicht geht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann wegen des Weiterbaus dieser Autobahn auf die Straße gehen. Ob man dazu aber auf Bäume klettern muss, kann man hinterfragen. Sich aber von Brücken abzuseilen, den Landtag zu besteigen und damit die Bannmeile zu verletzen, Menschen bewusst zu gefährden, ist unsäglich und hat mit dem Demonstrationsrecht nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ignoranz gegenüber der Lebensqualität Betroffener, Respektlosigkeit gegenüber staatlichen Institutionen wie beispielsweise dem Landtag und Gewalt gegen Andersdenkenden und Polizistinnen und Polizisten sind kein Freiheits-, sind kein Grundrecht. Sie sind asozial und einem demokratischen Rechtsstaat nicht würdig. Wir erwarten, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass sich die friedlichen Demonstranten von den Extremisten und teilweise aus dem Ausland angereisten sogenannten Aktivisten klar distanzieren, dass sie diese aus dem Haus oder aus dem Wald schmeißen. Wir erwarten, dass sich die sogenannten Aktivisten nicht weiter von Linksextremisten unterwandern lassen. Auch das wurde hier bereits angesprochen. Die unsäglichen Bekennerschreiben, Slogans auf Transparenten und die Internetauftritte belegen dies eindeutig, dass hier der Versuch unternommen wird, der Linksextremisten hier Fuß zu fassen. Ja.
Im und wegen des Waldes wird derzeit ein gewaltsamer Kampf gegen den Staat geführt. Ich nenne beispielhaft die Beschädigung von über 200 Privat-Pkw in Gießen, um sie zum Abfackeln freizugeben, das Durchbrechen der Bannweile am Hessischen Landtag, das Blockieren von Autobahnen und das Abseilen von Autobahnbrücken mit der Inkaufnahme von schweren Unfällen, wie es auch teilweise vorkam, das Errichten von illegalen Baumhäusern, einbetonierten Barrikaden im Wald, das Bewerfen von Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörper, das Spannen von Drähten in Kopfhöhe von Reitern und das Buddeln von Menschenfallen, um Polizisten zu verletzen oder gar zu töten. In einem Bekennerschreiben, und das ist unsäglich, in einem Bekennerschreiben aus der linken Szene heißt es, dies sei die letzte Warnung für die Bullenschweine. Unerhört ist dies und hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat auch nichts mit dem grundgesetzlich geschützten Demonstrationsrecht zu tun, sondern ist ein Anschlag auf unsere Rechtsordnung und die, die dafür einstehen. Und deshalb sage ich zum Schluss noch einmal sehr deutlich, wir haben hohen Respekt und Anerkennung für die Polizistinnen und Polizisten, die vor Ort einen sehr, sehr schwierigen Auftrag zu erfüllen haben. Einen Auftrag für uns, einen Auftrag zum Steigern unserer Lebensqualität und einen Auftrag, um unseren Rechtsstaat zu schützen. Besten Dank. Danke, Herr Bellino. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Eckert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem Lückenschluss der A49 in Hessen erfolgt der Abschluss eines wichtigen, eines notwendigen, eines demokratisch legitimierten und rechtlich ausgeurteilten Infrastrukturvorhabens. Und ich will für die SPD sagen, das ist auch gut so. Im Rahmen unserer Verfassungsordnung ist es ebenso richtig, wenn Widerspruch dazu öffentlich kundgetan wird, wie beispielsweise, wenn die BUND-Jugend im September im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung in Bad Nauheim demonstriert. Es ist aber nicht richtig, es ist nicht legitim, es ist gefährlich, was sich aktuell im Dannenröder Forst abspielt. Und Politik, verantwortliche Politik, muss klarmachen, das geht gar nicht. Wir verurteilen es und wir distanzieren uns von Protest, der sich wiederum ja selbst nicht hinreichend, glaubwürdig und nachhaltig von gewalttätigem Protest distanziert. Gewalt darf kein Mittel der demokratischen Auseinandersetzung sein. Gewalt ist kein Mittel der Politik, meine Damen und Herren. Und da bin ich ganz beim Landrat des Vogelsbergs, unserem ehemaligen Kollegen Manfred Göring, der es prägnant auf den Punkt bringt. Wer morgens Frühstück in den Wald bringt, darf sich abends nicht erschüttert zeigen und von Gewalt distanzieren wollen. Beides zusammen, meine Damen und Herren, geht nicht. Beim Terminal 3 des Frankfurter Flughafens vor der Wahl zu behaupten, mit mir wird es kein Terminal 3 geben, und hinterher erklären, man könne eh nichts machen. Und jetzt beim Bau der A49 suggerieren, es gäbe Möglichkeiten, die A49 noch zu verhindern, und gleichzeitig betonen, man muss ja leider exekutieren und umsetzen, was sich nicht mehr verhindern lässt, der ist vor allem eins, meine Damen und Herren. Er ist ein Problem für das Vertrauen in demokratisch legitimierte politische Prozesse. Er sorgt für Vertrauensverlust der Bevölkerung in die repräsentative Demokratie, weil er Lösungskompetenz suggeriert, wider besseren Wissens, meine Damen und Herren. Und wer beim Flughafen die Menschen hinter die Fichte führt, der treibt sie jetzt auf die Bäume. Grüne rufen deutschlandweit, ermuntern zum Protest. Sie unterstützen, ja, sie rufen sogar zum Protest auf. Schauen Sie bei Instagram, Grüne Jugend Hessen diese Woche, Überschrift Tag R ist gekommen. Da wird da aufgerufen, kommen Sie in den Wald. Und dann kommt ein Satz. Alle Unterstützungsstrukturen brauchen eure Hilfe. Zitat Ende. Nein, meine Damen und Herren, nicht alle Unterstützungsstrukturen im Dannenröder Forst beim Prozess brauchen unsere Hilfe. Sie brauchen unseren entschiedenen Widerspruch, meine Damen und Herren.
Nicht alle Protestierer sind gewalttätig, aber alle Protestierer lassen es zu, dass mit Pyros und Steinen auf die Polizei geschleudert wird, man sich von Autobahnen abseilt mit gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, Menschenleben gefährdet mit Aufbauten, Fallen und vielem anderen mehr im Wald. Herr Bellino, bin ich ganz bei Ihnen, nur leider findet sich im Übrigen da wenig und bis gar nichts in Ihrem Antrag. Wenn man dann in den Wald fährt und hat vorher sich die Fingerkuppen verätzt, um die Personenfeststellung von der Polizei hinterher unmöglich machen zu wollen, der ist vor allem eins, der ist meilenweit von legitimem, friedlichen Protest entfernt, meine Damen und Herren. Da braucht es unser aller Widerspruch, da braucht es den Widerspruch aller friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten. Aber wer dann den Widerspruch so formuliert, und dann kommt immer wie bei den Grünen, dann vor allem das ganz große Aber, der darf sich nicht wundern, wenn der Aufruf nicht wirkt, nicht wahr und vor allem auch nicht ernst genommen wird. Und das ist auch mit Ihrem Antrag heute der Koalitionsfraktionen so. Dass CDUler damit machen, ist traurig. Ob Flughafen oder A 49, bei beidem wird doch eines deutlich. Wer mit großem Ego erklärt, er könne alles und jedes regeln, wenn man ihn nur unterstützt. Und hinterher kommt nur ein weinerliches Mimimi, man wolle ja, man könne und dürfe nicht. Der darf sich nicht wundern, wenn man ihm am Ende die eine klare Frage stellt, was denn nun der Fall ist. Ist man nun saftlos und kraftlos, also weit weg von grün wirkt, oder will man einfach die Menschen hinter die Fichte führen? An einem Punkt, da sind Sie sich und Herr Merz im Übrigen, Herr Al-Wazir, sehr nahe. Beide sehr sendungsbewusst, sehr selbstbewusst, aber am Ende dieses weinerliche und wirklich kaum erträgliche Mimimi. Wir hatten es in der letzten Plenarwoche hier. Was es braucht, das ist erstens klare Ansage, Gewalt ist kein Mittel der demokratischen Auseinandersetzung, Gewalt ist kein Mittel der Politik und kein Zweck heiligt die Mittel. Zweitens, es braucht eine klare Kommunikation dazu durch die Landesregierung und der sie tragenden Parteien, ohne Wenn und Aber, und das ist etwas anderes als Ihr Antrag. Drittens braucht es den Dank an die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihr besonnenes und umsichtiges Agieren. Dank und Unterstützung sind gefragt. Auch das gibt es nicht in Ihrem Antrag. Viertens. Sorgen wir alle mit dafür, dass demokratisch legitimierte und rechtsstaatlich überprüfte öffentliche Vorhaben auch umgesetzt werden können. Denn wenn wir das so durchgehen lassen würden, dann würden wir am Ende alle, wie wir hier sitzen, Schuh und Strümpf verlieren bei der Vorstellung von Gestaltung unseres Landes. Und fünftens und letztens, ein Ministeramt bringt Verantwortung. Dieser sollte man auch nachkommen. Denn man sollte es eben nicht nur wollen, man sollte es auch können. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich nun Frau Walter zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, zum Antrag und zur Aktuellen Stunde der FDP. In der Aktuellen Stunde wird gefordert, dass sich die Grünen von den Anarchisten im Dannenröder Forst distanzieren mögen. Ich weiß ehrlich nicht, worauf Sie mit dieser Aktuellen Stunde hinaus wollen. Denn Basisdemokratie, Ökologie und Gewaltfreiheit gehören zu unserer DNA. Wenn es Ihnen darum geht, darauf einzuwirken, dass die Proteste friedlich bleiben mögen, dann sind Sie ein paar Wochen zu spät dran. Bereits am 11. Oktober schrieb ich unter der Überschrift »Keine Gewalt im Dannenröder Forst« auf Facebook, Instagram und Twitter, die Proteste und Aktionen rund um die A49 und den Dannenröder Forst müssen friedlich bleiben. Der Einsatz von Schlagstöcken gegen Protestierende ist genauso zu verurteilen wie Steinewürfe auf Einsatzfahrzeuge der Polizei. Letztlich nützt es niemanden und der Sache ganz sicher am wenigsten, wenn es Verletzte im Wald gibt. In den Protestcamps sitzen Menschen und in den Uniformen stecken Menschen. Und das sollten wir alle nicht vergessen. Und dazu stehe ich bis heute. Wenn ich mir Ihren Antrag so anschaue, habe ich den Eindruck einer Partei, die echt den Anschluss verpasst hat. Gleich im ersten Absatz heißt es, die Chancen einer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region hängt nicht unwesentlich vom Lückenschluss ab. Dieser Satz ist so eingängig wie falsch. Autobahnen bringen nicht automatisch Wohlstand, liebe FDP, sondern zunächst einmal mehr Verkehr. Und im Nachgang Logistikzentren, Autohöfe, neue Gewerbegebiete auf der grünen Wiese. Die Ansätze in der Klimakrise müssen andere sein.
Und dabei reden wir nicht nur über CO2-Preise. Unsere Wirtschaft muss sich grundlegend verändern. Sie muss deglobalisiert, re-regionalisiert und entschleunigt werden. In Artikel 2 findet sich ein direkter Angriff auf unseren Verkehrsminister, was ich lustig finde, wenn man die Wankelmütigkeit und das Anbietertum der FDP bedenkt. Anfang November stellte die FDP eine Kleine Anfrage zu den naturschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Auflagen im Bereich der A49, die dann, oh Wunder, auf mysteriösen Wegen zu Fridays for Future und zu den Umweltverbänden gelangte. Ein paar Tage später reicht dieselbe Partei die Aktuelle Stunde ein, um dieselben Leute zu diskreditieren, bei denen man sich 5 Minuten vorher noch einschleimen musste. Im Antrag werden Tarek Al-Wazir und die ganze Landesregierung aufgefordert, sich endlich nach außen inhaltlich und im Sprachgebrauch geschlossen zu positionieren. Das hätten wir uns mal trauen sollen, über Parteigrenzen hinweg eine Sprachregelung zu Projekten zu verlangen. Verstehen Sie eigentlich das Konstrukt einer Koalition aus zwei Parteien? Im Übrigen lobe ich mir einen Minister, der sich entgegen der Überzeugungen zur Verkehrswende und Klimaschutz hinter Recht und Gesetz stellt. Das sollten Sie langsam mal anerkennen, liebe FDP, liebe SPD. Der Landtag betrachtet mit Sorge die Protestbewegung, die sich zunehmend radikalisiert. Auch diese Pauschalität in der Aussage ist leider falsch. Richtig ist, dass sich Gruppen unter die Besetzung gemischt haben, denen es um andere Sachen geht als um den Wald und die Verkehrswende. Das steht ja auch im Verfassungsschutzbericht 2019. Schade ist, dass sich die friedlichen Besetzer nicht ausreichend abgegrenzt haben. Wir sagen, der Protest muss friedlich bleiben. Gewalt gegen Menschen, Gewalt gegen Sachen lehnen wir mit aller Deutlichkeit ab. Wer auf einen Menschen losgeht, kann sich nicht hinter der noch so guten Sache verstecken. Genauso lehne ich es aber ab, der FDP das Recht zuzusprechen, zu entscheiden, wie wir Protestierende bezeichnen. Wer Aktivist ist und wer nicht, entscheidet nicht die FDP. Und das ist gut so. Was hier versucht wird, ist eine Kriminalisierung aller Demonstrantinnen gegen dieses 40 Jahre alte Projekt. Und die Sippenhaft gibt es bei uns nicht mehr. Zu den Abseilaktionen haben sich sowohl Tarek Al-Wazir als auch ich hinreichend positioniert. Und die juristischen Bewertungen wurden vorgenommen durch Staatsanwaltschaften und Gerichte. Das übernehmen nicht wir hier. In Artikel 7 heißt es, der Landtag bekräftigt, dass die anstehende Rodung im Gebiet gewaltlos und ohne Zwischenfälle verlaufen muss und ruft die Beteiligten auf, den Anweisungen Folge zu leisten und den Wald zu verlassen. Liebe FDP, bürgerlicher Ungehorsam ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern Werkzeug, dessen Wurzeln bis in die Antike reichen. Und auch die Rechtsprechung sagt, dass ziviler Ungehorsam, und bei dem handelt es sich um der Masse der Protestierenden vor Ort, im deutschen Recht weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat ist. Die möglichen Sanktionen betreffen deshalb nicht den zivilen Widerstand, sondern die konkreten Rechtsverletzungen, die begangen werden. Und die werden von Polizei und Gerichten geahndet. Frau Walter, kommen Sie bitte langsam zum Schluss. Ich komme zum Schluss, danke. Das haben auch die Beamtinnen und Beamten im Ort verstanden, denen ich hier ausdrücklich für ihren Einsatz danken möchte. Sie respektieren das Recht auf Protest und sorgen mit ihrer Strategie Sorgfalt vor Schnelligkeit dafür, dass eben keiner verletzt wird. Als parlamentarische Beobachterinnen vor Ort versuchen wir und die Linke zur Deeskalation beizutragen. Der Antrag der FDP macht das genaue Gegenteil, und das ist schäbig. Danke schön. Für die Linke hat sich nun Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Weiterbau der A49, der bewegt viele Menschen in der Region und in Hessen
und darüber hinaus. Deswegen ist es durchaus richtig, dass wir in einer Aktuellen Stunde über diesen Weiterbau reden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, noch einmal zum inhaltlichen Kern der Sache zurückzukommen. Ich will aber eine kritische Vorbemerkung dennoch machen. Man kann ja zum Weiterbau der A49 stehen, wie man will. Wir haben da als LINKE auch eine sehr, sehr klare Haltung dazu, die sich deutlich von denen der anderen Fraktionen unterscheidet. Eines finde ich aber geht nicht. Und das ist immer wieder zu behaupten, man sei schon immer gegen den Autobahnbau gewesen, man halte den Autobahn für falsch und andererseits sich aber aufgrund der Koalitionsraison einfach vor den aktuellen Entwicklungen wegducken. So wie das der Antrag hier vorgibt, ich finde, das geht nicht, meine Damen und Herren. Und jetzt zum inhaltlichen Kern der Sache. Es mag ja sein, die Entscheidungen über Bundesautobahnbau die liegen beim Bund und das Land handle im Auftrag. Aber rechtliche Konsequenzen, wenn ein Land eine Autobahn nicht baut, die gibt es nicht. Der Bund, der baut doch keine Autobahn, die die Bundesländer nicht wollen. Und da frage ich, wo war denn der Widerstand des Landes Hessen? Diesen Widerstand gab es nicht. Im Gegenteil, Grüne und CDU haben hier im Landtag am Weiterbau festgehalten, haben das dokumentiert. Und dann eigentlich müsste der Bund dann das Land anweisen, heißt es. Das ist doch aber in der Vergangenheit noch nie in der Bundesrepublik passiert, meines Wissens. Von einem grünen Verkehrsminister wäre es doch zu erwarten, dass er sich einer falschen Planung entgegenstellt. Ich finde, nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Baurecht bedeutet nicht Baupflicht, meine Damen und Herren. Und wie stand es denn vor wenigen Wochen auf einem Banner von Greenpeace vor dem Landtag? Wenn das noch grün ist, sehen wir schwarz. Dem ist eigentlich kaum etwas hinzuzufügen. Und es ist heute viel zu wenig über die Gründe, warum der Autobahnbau so umstritten ist, geredet worden. Wenig Worte über die Gefahr von der Trinkwasserversorgung. Und da gibt es ja Entwicklungen. Sie wissen, was die mittelhessischen Wasserwerke dazu sagen, Operation am offenen Herzen. Und Sie wissen, dass das Gutachten der Deges, welches ja vom Minister stolz vor sich hergetragen wurde, von einem Marburger Beratungsbüro auch heftige Mängel attestiert worden sind. Wo sind denn Ihre Stellungnahmen dazu? Wir leben doch in Zeiten von Wasserknappheit und von Dürreperioden. Wir bleiben dabei, die Versorgung mit Trinkwasser ist zu wichtig, als dass wir sie einem unsinnigen Autobahnbau unterordnen dürfen. Und für den Bau sind in dem einst wunderbaren Herrenwald, ich komme ja aus der Region, ein europäisches Naturschutzgebiet, 43,5 von 47 Hektar gerodet worden. In diesen Minuten werden auch im intakten und vorbildlich bewirtschafteten Dannenröder Wald die ersten Bäume gefällt. Und wir haben es hier doch diskutiert. Ausgleichsmaßnahmen können diese Zerstörung nicht kompensieren. Und deshalb bleiben wir dabei. Der Dannenröder Wald darf nicht gerodet werden. Und ich kann es ja... Ich kann doch verstehen, wenn Menschen sich Entlastung wünschen, wenn sie sich eine Entlastung von Verkehr wünschen. Aber das wird nicht passieren. Diese Autobahn wird massiven Verkehr nach Mittelhessen bringen, Straßen be- und nicht entlasten und ganze Täler verlärmen. Wer Straßen sät, der wird Verkehr ernten, und das wollen wir nicht. Und der Weiterbau, der verursacht gigantische Kosten. Ich habe es Ihnen hier schon einmal gesagt. 42,5 Autobahnkilometer für 1,4 Milliarden Euro. Eine Verdreifachung der Kosten. ÖPP-Verträge sind geschwärzt. Scheuer, Bundesverkehrsminister, will die Rendite der Investoren nicht offenlegen. Vielleicht könnte ja der hessische Verkehrsminister mal was tun. Hessen ist ja auch Vertragspartner. In jedem Fall, private Investoren reiben sich die Hände, freuen sich auf klingelnde Kassen. Wir lehnen das ab. Straßen gehören in öffentlicher Hand, meine Damen und Herren. Und egal, welche markigen Worte die FDP auch finden will, ich werde hier auch nicht der Gefahr unterliegen, weil dafür ist die Zeit zu kurz, etwas zur Ideenverwandtschaft und Ideengeschichte von Anarchismus und Liberalismus zu sagen. Da ist ja im Wettern gegen Verbote und Regularien, gibt es ja vielleicht Überschneidungen, aber dafür habe ich alles gar keine Zeit. Wir halten noch einmal fest, wir danken den Bürgerinitiativen für ihr jahrzehntelanges Engagement. Wir begrüßen den Dannenröder Appell. Und ja, wir sind solidarisch mit Menschen, die den Danni seit Monaten besetzen und bewohnen, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Und wir lehnen Pauschalisierungen und Verurteilungen ab, genauso wie wir die Gefährdung von Menschen ablehnen. Immer, egal von wem sie ausgeht. Jeder Verletzte ist einer zu viel, egal von welcher Seite. Und mit Blick auf den Antrag von CDU und Grünen muss ich ja feststellen, dass auch Sie alle Seiten
Klammer auf, auch die Polizei dazu aufrufen, gewaltfrei zu sein und sich in Mäßigung zu üben. Die Linke, Herr Schalauske, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Linke ist mit parlamentarischen Beobachtern vor Ort, um darauf zu achten, dass Grundrechte nicht eingeschränkt werden. Diese Präsenz, genauso wie die Grünen, scheint zur Deeskalation beizutragen. Aber die grüne Jugend hat recht. Alle in den Wald bleibt aktuell. Der Dannenröder Wald muss geschützt werden und der Bau der A49 verhindert werden. Für die Landesregierung hat nun Herr Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich gebe ehrlicherweise zu, dass die Vorwürfe von FDP und SPD mich ein wenig überrascht haben, weil in den letzten Monaten die Vorwürfe eher von einer anderen Seite kamen, nämlich dass wir diesen Bau umsetzen, dass auch das Hessische Verkehrsministerium sich an geltendes Recht hält. Und ich finde das mit Verlaub ein bisschen bemerkenswert, dass jetzt das größte Problem des Kollegen Naas zu sein scheint, dass ich dabei nicht juble. Aber wenn das Ihr größtes Problem ist, ich jedenfalls habe dieses Problem so nicht, Herr Kollege Naas. Deswegen nur noch einmal zur Klarstellung, das habe ich ja auch an dieser Stelle hier schon mehrfach gesagt. Der Weiterbau der Bundesautobahn 49, der korrekte Name ist nämlich BAB 49, ist vom Deutschen Bundestag beschlossen, das ist die erste Gewalt, von der Bundesregierung dann in Auftrag gegeben, das ist die zweite Gewalt, und vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt, das ist die dritte Gewalt. Und natürlich wird sich die Hessische Landesregierung an geltendes Recht halten. Was denn sonst, meine sehr verehrten Damen und Herren? Was denn sonst? Und natürlich, Herr Kollege Schalauske, mir ist bisher nicht bekannt geworden. Ja, nein. Sie haben ja gesagt, zu sagen, es sei alles irgendwie auf Landesebene zu entscheiden. Empfehle Ihnen mal einen Blick. Empfehle Ihnen. Jetzt hören Sie doch mal zu. Er hat mir eine Frage gestellt. Ich versuche sie zu beantworten. Also, gucken Sie sich mal die Geschichte der A38 an. Stichwort Niedersachsen. Das ist Göttingen in Richtung Halle. Sie sagen Stichwort, Sie sagen, eine Landesregierung wollte es anders. Der Bund hat gesagt, das ist eine Entscheidung auf Bundesebene. Gucken Sie sich mal gar nicht so weit weg die A643 an, Stichwort Mainzer Sand, Sie sagen Landesregierung und Bundesentscheidung. Gucken Sie sich beispielsweise mal die A100 in Berlin an. Da baut Rot-Grün-Rot gerade den 16. Abschnitt der A100 fertig, auf Grundlage übrigens eines rot-roten Planfeststellungsbeschlusses von 2009. 16. Abschnitt, Herr Kollege Schalauske. Ich sag's mal. Herr Schalauske, wissen Sie, eine Frage zu stellen und dann laut anfangen, dazwischen zu rufen, wenn die Frage beantwortet wird, dass es nämlich einfach nicht stimmt, was Sie behauptet haben, das spricht nicht für Sie, Herr Kollege Schalauske. Spricht nicht für Sie. So. Und das Zweite, was ebenfalls völlig klar ist, es ist in der Demokratie völlig selbstverständlich, dass man auch gegen getroffene Entscheidungen protestieren kann. Allerdings, und das, da gibt es kein Wenn und Aber, friedlich und unter Einhaltung der geltenden Gesetze. Das kann hier doch bitte schön niemand in Frage stellen. Und deswegen, ja, auch das gilt, das stimmt, Baurecht ist nicht Baupflicht, aber auf das Baurecht kann nur der Bauherr verzichten, und das ist die Bundesrepublik Deutschland. Und die hat sich entschieden, und zwar sehr deutlich entschieden. Und deswegen gibt es an dieser Stelle bei allem oppositionellen Furor von der einen oder der anderen Seite eigentlich in der Sache an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer dass das Land Hessen ist übrigens noch 7 Wochen in der Auftragsverwaltung. Nicht was so Glück, 7 Wochen in der Auftragsverwaltung, Günther. Nur, dass du es mal weißt. So. Und danach ist völlig klar, wir setzen das um, was sozusagen geltendes Recht ist. Der Vertrag ist abgeschlossen mit dem ÖPP-Auftragnehmer von der Bundesrepublik Deutschland mit der STRABAG. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, klar. Was logisch ist, das weiß ja auch jeder,
dass ich persönlich in der Vergangenheit dem Bau der A49, dem Weiterbau der A49 gegenüber kritisch eingestellt war, als es noch um die Frage ging, ob da was gemacht wird oder nicht. Und wissen Sie, gerade die SPD, ja, Tobi Eckert weiß es vielleicht nicht mehr, aber Günter Rudolph weiß es noch, wie 1991 die Formulierung im rot-grünen Koalitionsvertrag war. Qualifizierter Abschluss bei Bischhausen. Und ich weiß noch genau, was wir hier für Debatten geführt haben und namentliche Abstimmungen. Und ich kann mich auch noch an das Abstimmungsverhalten des Kollegen Karl-Heinz Ernst erinnern in dieser Frage. Also bitte, jetzt tut doch nicht so, als hättet ihr nicht selbst damit auch schon mal ein Problem gehabt. Das finde ich an dieser Stelle. So, und deswegen vorletzter Punkt, der mir wichtig ist. Jetzt wird gesagt, wie kann das denn sein, dass einer, der immer dieser Autobahn kritisch gegenüberstand, am Ende sozusagen in der Auftragsverwaltung dafür sorgt, dass sie gebaut wird. Das habe ich schon mehrfach gesagt, will ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen. Die Bindung der Exekutive an Recht und Gesetz ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor willkürlichem staatlichem Handeln. Und deswegen kann es auch sein, dass einem persönlich manche Sachen nicht gefallen. Aber noch einmal, die Bindung der Exekutive an Recht und Gesetz ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor willkürlichem staatlichem Handeln. Und deswegen finde ich, Herr Kollege Naas, sollte man sich nicht verächtlich darüber machen, wenn ein Minister darauf hinweist, dass er ein Amtseid geschworen hat. Man sollte sich darüber nicht lustig machen und sollte es nicht verächtlich machen. Und noch eine Sache an die Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Das gilt übrigens für jedes Baurecht. Das gilt auch für genehmigte Windräder oder für genehmigte ICE-Trassen. Übrigens, morgen wird die Deutsche Bahn den Trassenvorschlag für die ICE-Trasse Frankfurt-Mannheim vorstellen. Ich bin gespannt, auf welcher Seite der Barrikade ich Sie dann wiedersehe, Herr Kollege Naas. Ich bin sehr gespannt auf diese Frage. Letzter Punkt, und das macht mir wirklich Sorgen. Also zuallererst einmal, als Grüne brauchen wir keine Nachhilfe in Sachen Gewaltfreiheit. Das ist am Tag unserer Gründung als einer der vier Grundsätze der Partei festgeschrieben worden. Ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei. 15. Januar 1980. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, wenn Sie sich einmal unsere Landesgeschäftsstelle anschauen würden, dann müssten Sie übrigens sehen, das können Sie sehen, dass gerade wir Ziel der Angriffe von manchen Leuten sind. Unsere Landesgeschäftsstelle ist beschmiert. Bei uns sind die Leute eingedrungen. Sie müssten sich einmal überlegen, was Sie hier eigentlich sagen. Aber jetzt die spannende Frage. Was können wir eigentlich gegen Radikalisierung tun? Und ich finde es gefährlich, das will ich Ihnen sehr deutlich sagen, wenn man auch an dieser Stelle alle und alles in einen Topf wirft. Kein Wenn und Aber in der Distanzierung von Gewalt. Kein Wenn und Aber. Aber Achtung, wenn Sie anfangen, Fridays for Future in einen Topf mit den Leuten zu werfen, die Gewalt anwenden, dann machen Sie einen dramatischen Fehler, Herr Kollege Naas. Dann machen Sie einen dramatischen Fehler. Weil das will ich noch einmal sagen. Grüne, sage ich jetzt mal so, Grüne brauchen von der heutigen FDP keine Nachhilfe in Sachen Rechtsstaat. Wenn Sie könnten, nein, Burkhard Hirsch und Hildegard haben Brücher, leben nicht mehr, aber Sie können mal bei Gerhard Baum nachfragen über die Gefahren von Radikalisierung. Da brauchen wir keine Nachhilfe. Aber ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, was mir da Sorgen macht. Wenn beispielsweise am gestrigen Tag der Kollege Hahn sich hier hinstellt und pauschal von Terroristen spricht und Ihnen das noch nicht einmal auffällt,
dann kann ich Ihnen sagen, schauen Sie zurück auf soziale Bewegungen der 70er Jahre und wie gefährlich das auch sein kann. Schauen Sie zurück auf die Auseinandersetzung rund um die Startbahn West. Da sind am Ende Menschen gestorben, da sind Polizisten erschossen worden, weil Demonstrierende sich so weit radikalisiert haben, dass sie am Ende den Wert zwischen Recht und Unrecht nicht mehr wahrnehmen konnten. Und deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber in der Frage, dass Gewalt jeglicher Art niemals eine Form der Auseinandersetzung sein kann. Kein Wenn und Aber. Aber Vorsicht, Vorsicht bei der Frage, Vorsicht bei der. Schenken Sie dem Redner bitte etwas mehr Aufmerksamkeit. Herr Rock. Sind Sie fertig? Gut. Ja, ich überlege sehr gut, was Sie sagen. Überlegen Sie einmal, was Sie beantragen. Deswegen sage ich Ihnen an dieser Stelle noch nur, wir alle gemeinsam müssen ein großes Interesse daran haben, dass wir unterschiedliche Meinungen aushalten, dass wir aber nicht dafür etwas tun, was am Ende dazu beiträgt, dass Leute sich weiter radikalisieren. Da müssen wir alle ein gemeinsames Interesse daran haben. Und deswegen, und übrigens müssen auch die Gegner der A49 ein Interesse daran haben, weil am Ende gewalttätige Formen des Protestes den Protest insgesamt diskreditieren. Da kann auch niemand ein Interesse daran haben, der gegen diese Autobahn ist, ganz ausdrücklich. So, und deswegen glaube ich, wenn wir diese Debatte heute einmal Revue passieren lassen, dann ist es angebracht, sie mit Ernsthaftigkeit zu führen und nicht zu versuchen, aus wirklich allem ein parteipolitisches Ding zu machen. Vielen Dank.